Hallo meine lieben Ghostbusters und willkommen endlich mal wieder zu einem Heft hier im Kanal. Lego Hindsight ist gestern rausgekommen mit der dritten Ausgabe. Vorsicht, die Geisterjagd geht weiter. Und sie endet übrigens auch in diesem Heft. Es ist ganz interessant, die ganze Geisterjagd-Storyline kommt in diesem dritten Heft zu einem Ende und nächstes Jahr gibt es dann eine neue Storyline. Wahrscheinlich um die Skelette oder so, weil bei den nächsten Sets, also den Sets für 2020, viele Skelette auftauchen rund um El Fuegas, Fuegos Stuntgeschichten und sowas alles. Mal gucken, wo das hinführt. Aber noch haben wir Geisterfang mit dem Handy, mit unserem Jack und unserer Parker. Parker ist auch dabei. Sie trägt keinen Parker, obwohl sie Parker ist. Aber ja, das sehen wir alles gleich. Das Heft ist, wer hätte es gedacht, Rätselkomikspiele und Poster mit Jebediah, den ich immer noch als Figur sehen will. Hier sehen wir das Poster mal in klein, so sieht es dann insgesamt aus, wenn es ins Bild passt. Und das ist die andere Seite des Posters mit Jack, Parker und Spectre. Ah, ich habe den Namen des Hundes vergessen. Auf jeden Fall kämpfen sie gegen ein paar Geister. Wie sich das so gehört. Es gibt ein nettes kleines. Wo ist es? Hier so eine Art Adaption von Schlangen und Leitern, diesem Brettspiel. Komplett angepasst natürlich auf die Hiddenside-Sachen. Es gibt Werbung für die Gruselschule. Und es gibt, ja, Rätsel. Es gibt Werbung. Es gibt den Comic, in dem der Pizzabote aus dem letzten Heft auftaucht. Sehr schön. Ist der auch endlich mal im Comic. Aber in diesem Heft ist, wie gesagt, ne Parker. Und die Parker, das kann ich schon, uppala, schon sagen, während ich das hier aufschneide. Okay, der ist süß, wie der hier aussieht. Während ich das hier aufschneide, schon mal sagen, kennen wir schon. Das ist dieselbe Parker, die in so ungefähr der Hälfte aller Hidden Side Sets ist, unter anderem auch in dem geheimnisvollen Friedhof, der hier in der Sendung schon da war. Oh, die dünnen Teile kommen da nicht richtig raus. Das Handy ist da unten in der Ecke fest. Da haben wir es. Oh, das war jetzt ein bisschen lästig. Wieso falte ich das wieder aus? Es kommt doch jetzt sowieso in den gelben Sack. Okay, das ist der Inhalt unserer Tüte. Und wir haben eine Parker mit, ich nehme mal das fröhliche Gesicht, hier mit einem fröhlichen Gesicht mit Sommersprossen und mit einem sauren Gesicht. Also eher enttäuscht sieht es aus, aber auch mit Sommersprossen. Sie hat eine Rückenbedruckung, ja, schwarzes Shirt und der Strap hier von ihrer. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger auf Englisch heißen. Im Deutschen sagt man Bodybag und im Englischen wäre das ein sehr komischer Begriff, weil ein Bodybag ein Leichensack ist. Ich nehme das jetzt einfach trotzdem als Bodybag, weil ich hier in einem deutschsprachigen Video bin und die Wörter, die man im Deutschen benutzt, müssen nicht unbedingt dasselbe bedeuten wie im Englischen. Schließlich sprechen wir hier gerade kein Englisch. Insofern kein Problem. Sie hat einen Parker oder ein P-Halsband für Parker. Eine zerschlissene Jeans, die ich definitiv schon gesehen habe. Ich glaube, das ist dieselbe wie bei Jack. Mit sehr deutlich bedruckten Taschen, damit sie auch Zeug transportieren kann. Zum Beispiel, das sieht aus wie noch ein Handy. Falls das eine, das sie dabei kaputt geht, kann sie immer noch Geister jagen. Okay, und sie kriegt dieses sehr, sehr schöne lila Greta-Haarteil. Was ist heute mit dem Fokus los? So, wenn ich das jetzt noch auf Mitte setze, ja, lässt sich nicht wirklich drehen, weil das halt komplett um den Körper geht und dann hier aufliegt. Da muss ich den Kopf gleich noch etwas recht drehen. Aber ja, schönes zweifarbig gegossenes Teil. Auch wenn die lila Haare halt etwas komisch sind. Es ist ein. Nee, es ist kein weiches Plastik. Wirkt so. Sieht ein bisschen aus wie dieses weichere Plastik, aber. Es ist das richtige, normale
Lego-Plastik. Okay, das ist Parker und Parker hat Zubehör. Parker hat dieses bedruckte, ja, einmal zwei Platte bedruckt als Telefon. Auch die kennen wir schon vom geheimnisvollen Friedhof. Das ist genau dasselbe Telefon. Hier seid ihr aber ein bisschen daneben mit dem Pinöppel unten, der ist nicht mittig. Und einen dieser ganz ehrlich wirklich scheußlichen Lego-Laptops. Der sieht halt nicht aus wie ein Lego-Laptop. Sorry, aber das ist das Ding bei den Lego-Laptops. Die sind ein anderes Plastik, okay, damit man sie auch biegen kann. Die haben keinerlei Möglichkeit, sie irgendwo auf Noppen festzumachen. Lego-Laptops sehen letztlich einfach nur billig aus. Ich bin kein Freund von den Dingern. Ich glaube, das ist offensichtlich. Ich muss gerade eben die Kamera wieder stabilisieren. So. Ja. Ich meine, es passt, aber Lego macht schlechte Laptops, sagen wir es einfach so. Die sind so lala. Ich hoffe, dass Lego irgendwann komplett auf Tablet-Computer umsteigt für seine Figuren, denn die kann man wieder auf normale Lego-Platten packen. Okay, und das ist schon das. Bleibt der Blick in die Zukunft. Denn obwohl der Comic endet, geht das Heft natürlich weiter. Oder was heißt natürlich? Es geht aber auf jeden Fall weiter. Schon am 4. Januar, also recht schnell, mit der Nummer 4, die so aussehen wird und die El Fuego dabei hat. Mit einem Feuerlöscher. Interessante Wahl für ein Zubehör. Wir werden sehen. Und El Fuego, oder wie er auch heißt, Douglas Elton, Hausmeister der Schule von Newbury und offenbar eine wichtige Figur im nächsten Jahr von Hiddenside. Werden wir dann alles sehen. Bis zum 4. Januar. Hier geht es weiter bei den Heften am Dienstag, den 10. Dezember mit Lego City. Und morgen kommt ein Doppel-Harry Potter. Bis dahin.